Ja, moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Line Omsi 2. Heute wieder mal auf Wankendorf, ich glaube das vorletzte Mal, weil wir haben jetzt noch die 2 und die 3 und die 2 werden wir heute fahren. Und mit dabei sind Andy und der Jacoti. Ja, Mensch, die 3 und die 2, während du 32 Frames hast. Mensch, ja, ist ja lustig. Soll ich Hallo sagen, oder? Ist das geil? Ja, solltest du eigentlich. Nee, dich begrüße ich nicht. Okay. Hallo Zuschauer. So, wir fahren weiße Bürgersteige. Und wir fahren Line City G. Mit falschem Kennzeichen. Ja, weil der Julian hätte ja vorher mal fragen können, hat aber nicht gemacht. So. Ja, ja. Oh lol. Let's Play Omsi, der Bauklötzchen-Simulator. Was hat das schon wieder mit Josh zu tun? Das weiß ich auch nicht, Andi. Nie jetzt. Der hat ja Fahnen. Was? Fahnen? Ja, der hat eine Fahne. Ach so, ja, heute ist Jahrestag des Beginns der Omsi-Entwicklung, genau. Darum hat er eine Fahne. Okay. Grasweg, ist das richtig? Ja. Scheint richtig zu sein. Kannst du aussteigen, kannst du was essen gehen, Julian. Hohe Weide, ja. Warum er nichts schildert, ist mir jetzt ein Rätsel. Weil er hat eine gültige Hofdatei drin. Dann guck doch mal in der roten Schrift. Oder so. Shift Z war das, ne? Genau. Funktioniert nicht. Julian macht alles kaputt. Ich hab alles kaputt gemacht, warte mal. 2. Hat er das zufällig beschrieben hier? Ja, Alter. 2 Grasweg. Wo weide stehen wir? Also, ich weiß nicht. Ich hab's auf jeden Fall geschildert. Julian, ich glaub, da hast du die Font nicht installiert. Ja, das könnte passiert sein. Ist egal, ist die Anzeige kaputt. Wenn sie an der nächsten Haltestelle einsteigen, geht's. Jetzt schiebt er wieder die Schuld auf den armen Bus. Ich glaub's nicht. Er wird schon geschildert haben. Oh cool, 4 Bilder pro Sekunde. Das ist geil, ne? 8 Bilder pro Sekunde. Ist ganz witzig, wenn Fraps bei Skype mitloggt, wie viele Bilder pro Sekunde ich empfange. Das kannst du sehen? Nice. Ja. Fraps kann das, OBS nicht. Ja, und? So, einmal rum. Ja, macht bitte mit der Grundsatzdiskussion weiter. Lol, das ist eine Haltestelle. Die war aber nicht ausgestellt. Manche Haltestellen haben halt keine Route-Helper. Die sind irgendwann mal vergessen worden. Und nie ergänzt worden. Von daher musst du ein bisschen aufpassen. Wer hat denn die Karte getestet? Mehrere. Ja, siehst du mal, hättest du die Karte getestet, dann wäre die da. Ach so! Aha! Da fährt aber schon wieder einer. Kommen die denn jetzt mal zu meinem Bus? Die bleiben immer stehen. Aber die Ecke habe ich nie getestet. Ja, das ist wie mit Julian der 180. Warum, ne? Kommen die denn nicht zu meinem Bus? Ich habe aber ein bisschen mehr als nur eine Linie getestet, Andi. Wir haben die Route. Bist du richtig da? Da steht nichts von Grasweg. Bankencenter. Da wärst du die 3. Fahr ich die 3? Dann hast du die 3 angenommen. Hab ich die 3 angenommen? Warte. Dumm, die dumm. Hier steht aber nur 2 drauf. Guck doch mal auf dem Fahrplan im Bus, was da drauf steht oben. 2 Kurs 2. Ich bin ja immer noch der Meinung, der Kurs 1. Hat den Bus nicht richtig geschildert, aber. Ja. Sieht fast so aus. Weil der zeigt auch immer noch nichts an. Da, klein Ramina, jetzt zeigt er was an. Route 3 ist es. Und jetzt wollen sie auch rein. Klein Ramona? Ja. Hallo. Mhm. Ach, guck mal, da steht sie schon, die kleine Ramona. Der schildert aber immer noch nichts auf der Map. Ja, weil ich die vorne nicht installiert habe. Ach, Julian. Auf dem PC hier. Dann mach das doch mal. Nee, wir müssen doch jetzt nicht das Video abbrechen. Die Leute steigen ja ein, das ist ja das Wichtigste. Oh.
Der Julian ist voll professionell gerade. Ja, höchst professionell, wie Josh jetzt sagen würde. Hashtag professionell. Ja, ihr wollt doch jetzt auch nicht das Video abbrechen, oder? Nö. Ja. Du kannst ja an der Stelle weiterfahren. Hast du unterwegs ganz gemacht. Ja, dann fahre ich zur nächsten Haltestelle, dann installiere ich schnell die Fond, damit ihr dann glücklich seid. Nee, lass dich nicht beeinflussen. Mach du mal, wie du meinst. Ich sag nichts mehr. Also ich fahre dann jetzt hier zu der Haltestelle hier und dann... ich sag nichts mehr. Ja, wenn mir die von euch jemand schicken kann, nee. James, hilf mir. Dann, so. Leute... Julian, die ist im... Schildert der N2 denn? Dann müsste die Font aber eigentlich da sein. Ja, der schildert. Dann sollte die Font aber eigentlich da sein, dann benutzt die gleiche. Ja. Ist die Matrix kaputt gebissen? Ach, Julian macht alles kaputt. Ja, dann fahren wir jetzt ohne, dann ist das jetzt auch egal. Sag doch einfach hinten die 0511 für die Matrix-Anzeige. Genau, und die Wagennummer ist die Matrix-Anzeige. Hier, die 0511. Genau, der hat keine Wagennummer. Wir fahren die Linie 0511. Richtung nix. Ja, guck mal, jetzt habe ich gleich einen Titel für dein Video gefunden. Das ist doch gut, oder? Auf Linie 0511 durch Wankendorf. Das ist ein guter. Boah, voll gut an dir. Klopf dir mal auf die Schulter. Gehen wenigstens die Ansagen. Weiß nicht. Hab noch keine gehört. Oh Gott. Oi. Julia, was tust du? Ich hol weit aus mit dem Bus. Ich fahre den nicht oft. Ja, bei deinem Fahrstil heute hat man das generelle Gefühl, du fährst nicht oft. Ich will ja nichts gesagt haben. Ja, stell dich nicht so an. Nee, wir sind nicht im Osten. Oh, hoppala. Da kommt ein Auto. So. Ist Wankendorf im Osten oder was? Nö, ich weiß auch nicht, warum er jetzt gesagt hat, wir sind nicht im Osten. Wegen Anstellen. Die mussten doch für alles anstehen. Oh Gott, der war weit hergeholt, Kollege. Der ist jetzt aber schon ein halbes Jahrhundert alt, lieber James. James. Also wirklich. Andi, warum sagst du das so? Julian, warum lachst du immer, wenn ich so rede? Hm. Weiß nicht. Weil das kann. Warum redest du jetzt gerade so halbwegs wie Janine? Nee, Janine machst du... Jetzt fange ich auch schon an mit Janine. Ja, Janine machst nur du. Aber in ETS nicht hier. Ja und? Ja, wobei ich hatte dir jetzt hier die Tage gerade im Dreh mitten, ihr habt's nicht mal gemerkt. Hat's du? Ja. Hab ich nichts von gemerkt. Ja, siehst du? Ja, hast du aber auch gerade gesagt, ne? Ja. Ich hatte die im Dreh mit, habt ihr nichts von gemerkt? Hattest du? Ja, habe ich nichts von gemerkt. Ja, klar. Was hat Josh damit zu tun? Warum fährst du so komisch in die Kurve? Weil das eine Schlangenlinienkurve ist. Ja, der rast doch nicht so. Ja, natürlich rase ich. Der Bus, der verleitet so dazu. Ich weiß nicht. Chakotay sagt zwar immer, der Line City ist ein Cruiser, aber irgendwie mich verleitet der zum... Rasen, weil dieses verleitet jeder Bus zum Rasen. Ja, aber dieses Turbo-Pfeifen, das ist so, komm, tritt aufs Gas. Aber James, ja, es gibt einen Bus, der wird ihn nie zum Rasen verleiten. Welcher? Der Staubsauger. Der wird das auch gar nicht hinbekommen. Welcher? Der Gatz. Der 003. Schafft er es gar nicht, mit Vollgas zu fahren. Vielleicht schaffen wir aber beide nicht an, nicht. Ja, ich geb's aber wenigstens zu. Ich geb's auch zu. Ich kann vielleicht hier und da mit manueller Kupplung fahren, aber der Josh meinte ja schon, das ist so ein nicht synchronisiertes Getriebe. Man muss irgendwie, wenn man den Gang schaltet, irgendwie in der genau gleichen Drehzahl bleiben, damit man den schalten kann. Das krieg ich im Traum nicht hin, da. Also in den Bus zwängen mich keine 10 Chakotays. Ja, das ist ein asynchrones Getriebe, das ist richtig. Ja, das ist ein asynchrones Getriebe. Das ist voll Assi-Kron. Ja. Ach, hier kann ich ja durchfahren, ist doch schön. Es ist faszinierend, was man so alles für Scheiße installiert hat mit den Jahren. Damit ihr es wisst, der Chakotay ist gerade nebenbei so ein bisschen am Platten aufräumen. Hat sein System... er hat eine Zeitreise gemacht.
Er ist vom Standard von 2007 ins Jahr 2016 gehüpft. Cool, oder? Richtig nice. Wobei, Julian, das ist nicht ganz richtig. Sogar Windows XP gab es schon 64-Bit. Ja, warum bist du dann noch bei Windows 7 auf 32, fragt sich mich. Fragt sich mich, warum du bei Windows 7 auf 32-Bit? Aber Julian. Ja. Weil ich kann. Ah. Du sagst, der James wäre am Platten aufräumen. Ja. Ist das nicht eigentlich so, wenn du einen Platten hast, dass du die direkt wegtust? So? Ja, eigentlich musst du die flicken, ne? Aber flicken mit L. Ja, deswegen habe ich es wiederholt. Das war so klar jetzt. Deswegen habe ich es wiederholt. Ey, du kannst. Was machst du mit einem Platten? Was machst du mit einem Plattenreifen? So, ich würde den. Achtung. Mit so einer gewissen. Ich würde kleben. Ihn flicken. Kleben. So, das heißt nur mal flicken. Nicht ficken, flicken. Ey, nur weil du ein L dazu dichtest, heißt es nicht, dass es was anderes ist, Julian. Ja, gut, also kennst du den Unterschied zwischen flicken und ficken nicht. Okay. Wir sind mal wieder vom Niveau hier in den Wolken. Wir sind ja bei dir, das Niveau steigt ja nachher noch. Leute, schaut in Part 2. Ja, klar. Lachst das so? Niveau steigt hier. Ja, ja. Das ist auf dem Höhepunkt dann. Ja, ja, wo wir gerade bei ficken sind. Was hat denn das jetzt schon wieder mit Josh zu tun? Nix. Oh, er burbt. Warum erwähnst du ihn dann ständig? Ja, ja, Julia, man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen. Was hat Josh denn jetzt da schon wieder mit zu tun? Nein, er hat ja Kiel. Nicht. Er hat ja nicht Ja gesagt, er hat ja Ja gesagt. Er hat Ja gesagt. Ja? Ist ja was anderes. Ja, aber Joshs Name, das hat er uns mal gesagt, er hat. Den nein, immer so ausgesprochen, IA-Yeah. Der Koten hat das ja jetzt richtig gemeint. Du hast das ja falsch gemeint. Ja, ja, weil ich immer alles falsch meine, das was ich sage. Ich könnte das exakt so wiederholen, wie der Chikoten das gesagt hat. Und bei mir wäre es falsch und bei ihm wäre es richtig. Lass meinen Chikoten jetzt in Ruhe. So, Lotte legt zu. Oder ich überhole. Wer ist denn Lotte? Was machst du denn jetzt? Julian. Hat der Tram Düsseldorfer mal gesagt. Lotte legt zu. Oh, oh. Das ist hoffentlich geht's schief. Nix geht schief. Hätte ich dir jetzt wirklich gegönnt. Ja. Aber das mache ich, so. Da tue ich den Bus nicht an. So assi bin ich dann auch wieder nicht. James in der Stadt überholt man doch nicht mit dem Bus, oder? Man überholt generell nie mit dem Bus. So. Oh, hätte ich eigentlich drauf fahren können. Nix da. Auf der einen Platte sind jetzt wieder 166 GB, das ist schon mal schön. Auf der anderen 1,2 Terabyte, so kann es bleiben. Ach, ist aber schön. Das ist aber ordentlich, ja, ne? Fleißig aufgeräumt. Ja, auf jeden Fall. Aber das muss ja immer mal wieder sein, ne? Immer mal wieder brauchen die Platten dann so eine Aufräumkur, wo man sich dann drum kümmert. Hört man mich eigentlich essen? Ja, man hört, dass du das Mull voll hast. Ab und zu. Nee, ich meinte das Knacken der Salzstange an sich. Nein, das hört man nicht. Doch, hört man wohl. Ja, jetzt, weil es extra laut macht. Ja, wahrscheinlich. So, hört man mich essen? Nein. Shit! Oh, ist schon wieder rot hier. Oh. Immer rot. Oh, hier ist wieder grün. Oh, schön. Das ist wie mit der einen Nuss neulich, als Josh meinte ja auch, dass ja. Hast du gesagt, dir stecken die Nüsse im Hals? Ja. Julian. Hast du gesagt? Ich wiederhol's nicht. Mal eine andere Frage, was hast du für eine komische OMSI-Einstellung? Da vorne sind ständig bei dir irgendwie die Straßen zu Ende. Ja, ich habe zwei oder eine Kachel. Aha. Ach ja, für die Leute, die es interessiert, hallo. Habt ihr gerade gesehen, ne? Ich fahre mit Grafikmod. Weil gefragt wurde unter einem Video, ich fahre mit Grafikmod. Das ist VFX installiert, ja? Ja. Das machen wir doch schon seit geraumer Zeit, Julian. Ja, weil es für die Leute so aussah, als würde ich ohne fahren, aber ich fahre immer mit. Dann installiert dem Carsten das doch vielleicht auch mal. Wenn irgendwer noch die Setup extra hat, ja. Nee, die habe ich glaube ich nicht. Tja, das Internet hat sie auch nicht mehr. Haben sie 2FX? Ich glaube, ich habe die noch irgendwo. Ich glaube, die Seite war beim letzten Mal down, als er das versucht hat. Aber Andi hat die bestimmt noch irgendwo. Andi bewahrt ja alles auf. Andi ist Dateihort. Immer, Andi ist dein Desktop eigentlich voller geworden?
Ja, der ist ganz voll. Da ist, glaube ich, kein Platz mehr jetzt. Man muss unbedingt mal aufräumen, habe ich das schon erwähnt? Hm. Nimm dir ein Beispiel an mir, ich habe auch gerade aufgeräumt. Genau. Julian? Ja? Kriegst du nicht die Carsten-Lache hin? Welche jetzt? Hier die eine da aus ETS. Nee, er kann das irgendwie besser. Ja, weil es Carsten auch selber ist. Da war aber knapp jetzt da links. Da ging noch ein Panzer durch, ja. Was Carsten auch gerne macht, ist... Oh, das klang jetzt sogar irgendwie nach Carsten. Ach, guck mal, der macht dir sogar Platz, Julian. Ja, hör mal, der hat Respekt. Ich mute mich mal gerade. Wofür brauchst denn du Mut? So, bin wieder da. Ich musste mal gerade lachen. Mhm. Du solltest dich schon muten, wenn du dann nicht mitten im Wortlaut bist. Sondern einfach so. Du warst gerade mittendrin weg. Ja, ja, aber nur kurz. James wollte gerade anfangen zu moonen, deswegen. Oh Gott, jetzt habe ich den... Ich wollte eigentlich sagen, ja, ja, Andi, das verstehe ich, aber... Jetzt habe ich den die ganze Zeit vor mir. Du bist doch sonst nicht so, was Überholen angeht. Ja, willst wobei, Wiederholen wäre ja dasselbe. Was macht denn der da jetzt? Durch die Autos fahren. Der fährt doch gerade den Opel an, oder? Ja, ja, das ist aber die Omsi-KI. Hast du mal bei Josh im Stream das gesehen, wo der Line City da über die halbe Autobahn geflogen ist? Nee, leider nein. Ich komme ja kaum zum Video gucken. Ich komme gerade so zum Drehen, aber zum Gucken schaffe ich es irgendwie nicht. Hallo. Ich habe immer noch nicht die ganzen Let's Play The Lines geguckt, wo ich nicht da war. Also insofern... Immer noch nicht. Mach das, die sind witzig. Ich habe nur mitbekommen bisher, wie der Julian gemeint hat, er müsste irgendwie über einen Bahnübergang fahren, wo die Schranken unten waren. Das habe ich schon gesehen. Ach so, ja, wo er fast von der S-Bahn überrollt wurde. Aha. Ja. Das war so ähnlich wie hier in Wankendorf, wo er fast von der Lok überrollt wurde. Ich mach das jetzt auf jeder Karte. Auf jeder! Ist nur blöd, nicht auf jeder Karte ist ein Bahnübergang. Mist. Ich fahr jetzt nur noch Karten, die einen Bahnübergang haben. Ich hab bisher in Lemmental auch fast geschafft, insofern. Ja. Ich weiß gar nicht, war der Part jetzt überhaupt schon? Ich glaube, der war noch gar nicht. Ich weiß es nicht. Boah, wir haben voll viel vorgedreht. Du, Vordreher hier. Ich muss gerade aus. Fahr doch mal jetzt. Geradeaus, weil ich fahre die ganze Zeit. Ich habe nur rangezoomt. Ja, ich weiß ja nicht, welche Linie du fährst. Die steht ja nicht am Bus und... Ich fahre die 2. Hättest du aufgepisst, dann hättest du das gewusst. Ich hab das schon wieder vergessen. 2 Grasweg geradeaus und dann rechts, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gelbe Pfeile. Oh. Das geht schief. Nix geht schief, hältst du schon rum. Wär mal so, er hat aber immer sowas von Glück, das ist unglaublich. Ich pass doch auf. Der Typ hat einen Dusel, das ist unfassbar. Ich verstehe das nicht. Was habe ich? Dusel? Oder ja, Dusel. Der fährt wie eine wilde Watz und kommt immer wieder rum. Julian, was du meinst, ist Fusel. Das ist was anderes. Fussel? Das ist alles das Gleiche. Julian, nee. Fusselt? Ist Dusel wieder so ein Köln-Bonner Begriff, den ich nicht kenne? Nein. Dusel? Ja, Dusel kenne ich. Ja, bist du ja. Bist du ja. Das war schneller! Julian, fahr doch mal. Nee, die Ampel ist weiß. Ja, dann wird's jetzt problematisch, glaube ich. Nope. Wie du dir das immer wünschst. Aber guck mal, der kommt doch rum. Ja, weil die scheiß Ecke so breit ist. Jo, mein bin ich breit. Julian hat eine gute Verbindung. Ich habe hier irgendwie Diasho gerade. Ja, voll gut, ne? Nee, jetzt im Moment, wo er steht, habe ich sogar ein klares Bild. Ist geil. Aber irgendwie fahren die Autos, die vorne so von links nach rechts vorbeiziehen oder umgekehrt, die kommen bei mir in Diasho an. Ja, also, sonst im Allgemeinen, wenn er fährt, dann habe ich auch Diasho. Wie gesagt, 4 Bilder pro Sekunde. Nicht mehr lange. Doch am Wochenende immer, Julian. Doch am Wochenende immer, ja. Mhm. Julian braucht eine Frau. Ja, ich weiß gar nicht, warum Julian eine eigene Wohnung hat, wenn er dann nicht wohnt.
Ich wohne da ja nur unter die der komplette Woche über und die meisten Wochenenden. Ja, er ist ja zu Hause nur wegen ich dem möchte Essen. Halt auch, nein, ich bin nicht zu Hause wegen dem Essen. Ja das ist erzählt, nur ein netter Bonus. Da was zu essen das ist nur ein netter Bonus. Das ist nur ein netter Bonus. Deswegen, ich bin da auch, weil ich meine Familie nicht verstoßen findet, möchte. Dann kriegt er zu Hause auch Essen und dann braucht er nicht nach Hause fahren. Ich möchte meine Familie aber nicht verstoßen, das habe ich ja schon mal gesagt. Nur weil ich jetzt alleine wohne, muss ich die Familie ja nicht verstoßen. Nee, das machst du ja nicht. Ja doch, wenn ich nicht mehr da bin. Ja, aber du musst ja nicht. Dann ja schon, außerdem habe ich immer noch Freunde hier, mit denen ich mich auch noch treffen möchte. James? Ja. Ja, ich habe Freunde. Hallo. Dann müssen wir mal drüber nachdenken. Ein Fall für Galileo Mystery. Frage, was seid ihr? Wirklich Freunde? Ja, wir sind ja jeden Tag da. Wir sind keine Freunde. Wir sind Arschlöcher. Weil was viele ja gar nicht wissen, der Julian bezahlt den Andi und mich dafür, ja, dass wir hier sind. So viel Geld habe ich gar nicht. Was? Hast du mal einen Vertrag geguckt? Dürfen wir das überhaupt erzählen? Nein, dürft ihr nicht. Deswegen ist euer Vertrag jetzt aufgehoben. Scheiße. Achso, ja gut, dann können wir ja gehen. Tschö. Wenn ihr jetzt auffliegt, töte ich euch. Hallo. Die finden auch jede Woche einen neuen Weg, mich zu verarschen, die Pisser. Ja, dann fahre ich halt ohne euch. So, Tür ist eh zu, jetzt kommen sie nicht mehr rein. So, zwei zum Grasweg. Der LKW steht im Weg. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Nur Linien, die mich nicht interessieren. Fahr! Guck mal, die Busampel ist gleichzeitig mit grün geworden. Dann kann ich ja auch rüber. Bin mal gespannt. Das sind beides so Sabbelmäuler. Ich glaube nicht, dass die bis zum Ende des Videos die Fresse halten. Da sie das jetzt als Challenge sehen, werden sie es tun. Das heißt, ich habe meine Ruhe. Und kann so schöne Witze dann doch alleine reißen. Und ich kann fahren, wie ich will. Weil das wird ja auch nicht mehr kommentiert. Das hat eigentlich gute Sachen. Hui! Hält mich ja keiner mehr auf. Mal sehen, wie lange sie es durchhalten. Ich find's gut. So, warte mal. Alte Stelle. So. Hoppala, bin ich ein bisschen drüber gerutscht. Tut mir leid. Steigt halt an der zweiten Tür ein. So. Hab jetzt nicht irgendwie einen Fall verpennt? Nein, ich muss geradeaus. Hab nicht mal einen Unfall gebaut. Doof, ne? Ja, also die Linie geht jetzt so 40 Minuten. Ich fange gerade, ich mache jetzt einfach mal hier den Sabbelteil. Ja, zu der Frage in den Kommentaren. Mach mal Livestream. Auch wenn das nicht wirklich als Frage formuliert war, aber mach mal Livestream. Ja, kommt. Und zwar sehr bald. Ich, wirklich bald. Da werdet ihr euch noch umsehen, wie schnell das jetzt geht. Weil ich habe nämlich jetzt endlich alle Klausuren hinter mir. Bin total happy darüber. Oh, hoppala, hier kommt die Haltestelle ja schon. Hat aber auch schwache Bremsen der Bus, ne? Hallo. Ja, deswegen fahre ich hier noch nicht so oft, weil Line City ist. So. Ja, jetzt haben halt zwei gekündigt, ne? Aber den, beziehungsweise ich habe die jetzt rausgeschmissen, ne? Ja, aber ich habe ja noch Carsten und Josh, die bezahle ich eh besser. Jetzt, wo ich die beiden ja nicht mehr bezahle, ist das egal, ne? Da können die ja jetzt dann ruhig wissen, wenn sie noch zuhören. Die anderen beiden habe ich eh besser bezahlt. Ja. Einfach nur, und Carsten habe ich auch doppelt so viel Urlaub gegeben, deswegen war der auch seltener da. Ja. Aber alles easy. Und man hört euch rascheln. Wenn, dann mutet euch auch gefälligst. So. Ist das, kann das ein Terminus sein? Wahrscheinlich nicht. Best of the 80s. Und bevor ihr fragt, nein. Es gibt bestimmt welche, die mir das jetzt abkaufen. Nein, ich habe niemanden bezahlt. Die haben einfach nur Schwachsinn geredet. Und die sind erstaunlich ruhig. Also ich muss euch beiden da mal gerade gratulieren. So lange habt ihr es noch nie durchgehalten. Ich meine, Carsten hat auch schon oft gesagt, nö, ich sag jetzt nichts mehr. Und hat dann doch wieder gebabbelt, was das Zeug hält. Also, ja, ich weiß nicht.
halten sie momentan echt gut durch. Bin ja mal gespannt. So, wie lang ist denn überhaupt noch das Linie hier? So, ja, sind am Schulzen. Schulzen. Okay, Hälfte. Schön. Hälfte durch. Die Linie ist ja zum Glück so kurz. Ja, da muss ich mal ein bisschen rasen. Ich habe zwar bestimmt Verfrühung. Ich will sofort ausschalten. Ja, parken das Auto zählt nicht. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein? Parken das Auto zählt nicht. Das haben wir noch nie gezählt. Sag mal, die beiden zählen jetzt auch keine parkenden Autos mehr. Ist das schön? Nee, ist das schön. Ja. So. Aber das sind auch nur die einzigen positiven Seiten. Ein bisschen Gebabbel gehört halt schon dazu. Also habt ihr jetzt im Prinzip ein halbes Let's Play The Line, wo wir jetzt alle drei reden. Und den Rest müsst ihr halt von mir ertragen. Ich denke zwar, die anderen werden irgendwann wieder anfangen zu reden. Allerdings, wenn nicht, deren Pech. Ist ja nicht mein Ding. Also schon. Aber ist ja egal, ne? Also, ich muss ja dann beim Andi im Part auch nicht reden. Das ist ja der Vorteil. Ich weiß, ich werde das nicht schaffen, weil ich bin ein Bubblemaul. Ich bin zwar jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel, no offense, sorry, Josh zum Beispiel manchmal. Aber. Also, Josh, ja, Bubblemaul ist auch der falsche Begriff dafür. Er kann die Leute unterhalten. Und zwar wirklich gut unterhalten. Also, guckt zum Beispiel mal, jetzt hier voll Hashtag Cross-Promotion, guckt zum Beispiel mal bei den Cooking Academy-Folgen vorbei. Die sind mega witzig. Wie Josh sagen würde, knuffig. Weil, ja doch, ist schon cool. Guckt es euch mal an, lohnt sich. Hohe Weide, nope, das sind wir nicht. Wir fahren hier hin. Zack. Die alte Stelle erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Dortmund Germania. Zwei zum Grasweg. Ist hier überhaupt eine Haltestelle? Nein, ist ja gar nicht. Dann muss ich hier lang. Ach, ist dann wahrscheinlich hier rechts. Bin ich ja schon viel zu früh da in den Parkplatz gefahren. Ach du Scheiße, ist das eng hier? Ja, hält der Bus aus. Aber ich habe keine Fahrgäste, also kann ich auch direkt weiterfahren. Easy! So, Grasweg. Jetzt habe ich schon wieder so einen Schleicher vor mir. Das ist ja super geil. Heute ist der Tag der Schleicher. Ich sage es euch. So, danke fürs Nachladen, Omsi. Darfst die Frames gerne wieder... ach, scheiße, ich hatte einen Haltewunsch. Hoppala! So. 489. Achso, das ist eine KI-Linie. Eine KI-Linie, bro. Gibt keiner? Will keiner mit wahrscheinlich, ne? Hier steht eh keine Sau mehr. Na dann. Wer nicht will, der hat bekanntlich schon. So. Ich hab mir jetzt... hab ich mir was zu trinken bereitgestellt? Ja, hab ich. Aber egal. Ich kann jetzt nicht trinken. Das ist gerade so ein spannendes... Ich roll auf diese... Ich blink mal weiter links, dass der Typ da hinten stehen bleibt. Ich habe nämlich keinen Bock, dass ich jetzt doch noch einen Unfall baue. Das wäre so ein Milestone, ne? Weißt du, so 40 Minuten Linie und Julian baut vielleicht mal keinen Unfall. Jetzt, wo ich es gesagt habe, wird er mir zwar eh reinfahren. Aber... ich hoffe einfach mal das Beste. Wirklich, der bleibt... Nee, ich dachte schon. Oh. Verkehrsinsel! Oh, shit. Sagt mir denn keiner, dass das eine Verkehrsinsel ist? Ja, gut. Also, ich finde das echt... Na komm, schieb dein Bulli um die Kurve. Ich finde das ja bemerkenswert, ne? Was die beiden da jetzt... ich komme immer wieder drauf zu sprechen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und die beiden lachen sich einen ins Fäustchen. Aber ich finde es bemerkenswert, dass sie das wirklich so lange durchhalten. Das hätte ich von den beiden echt nicht gedacht. Vor allem, weil der Chakotay jetzt fertig geworden ist mit seinem Festplatten aufräumen. Wenn er jetzt voll am Arbeiten gewesen wäre, dann hätte ich jetzt gesagt, er konzentriert sich. Dann ist er still.
Aber... auch keiner. So. Ach, ich kann nicht mal kurz entspannen hier. Wird immer direkt wieder grün. Immer wieder wird grün. So. Ich habe gerade einen richtigen Frosch im Hals. Der Andi frisst ja normalerweise. Ich habe ihn gerade irgendwie verschluckt. Jetzt geht hier mein Mikrofonkabel lose, was ich unter den Schreibtisch geklemmt habe. Jetzt liegt mir das hier. Ah, warte mal. Bin ich an das Stativ gekommen? Ich muss eh halten, ist eh rot. Schön, dass der Bus hier automatisch weiterschaltet. Da muss ich mich nicht drum kümmern. So, ich fixiere mal gerade wieder das Kabel. Unter dem Tisch. Das hält aber nicht. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich führe das gleich über den Tisch. Ich musste das noch so kurzfristig umstellen, das Mikro. Die beiden sich beschwert haben, hey, das Mikro brummt voll. Wobei wir das alle nicht verstanden haben, weil ich habe das Mikro überhaupt nicht umgestellt hier. Und auf einmal fängt das an zu brummen. Das ist ein bisschen schwachsinnig. Kann man nichts gegen machen. Mikros suchen sich das immer mal wieder aus, einzutrollen. So. Jetzt kann ich vielleicht die Haltestelle nutzen, um vielleicht mal was zu trinken. Ja? Bitte? Oh. Hier, Wasser. So. Sehr schön. Weiter geht es. Es sind schon echt ein paar Schnüffelstücke, die beiden, ne? Ach, ich glaube, ich darf. Ich glaube, ich darf fahren. So, und dann muss ich links. Ich fahre den echt selten, den Bus. Weiß gar nicht, wieso. Weil an sich fahren tut er sich ja ganz gut, außer dass mir die Bremse ein bisschen zu schwach ist. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Allerdings, da kann man bestimmt noch was machen. Ja, komm, der lässt sich bestimmt was machen. So. Man guckt vor ein Haus. Immerhin nicht vor dem Backdrop, ne? Das ist ja schon mal etwas. Zumal selbst wenn man hier vor dem Backdrop gucken würde. Gut, hier jetzt nicht. Aber bei manchen Stellen verzeihe ich das der Karte wirklich, weil es eine OMSI-1-Karte ist. Ich glaube, da ist ja... Es gibt ja diese Zwischenversion, die 255. Allerdings bin ich die nie gefahren. Ich bin immer nur die 200 gefahren. Und ich glaube, irgendwann war auch mal ursprünglich angedacht, eine Version 3 der Karte zu veröffentlichen. Wobei ich nicht weiß, ob das noch aktuell ist oder nicht. Ich glaube, mittlerweile ist das gar nicht mehr aktuell. Hier, sowas. Das ist halt OMSI 1 Standard. Da muss man ja zugeben. Zum Beispiel, das ist ja der Wandel von OMSI. Ist ja schon krass. Man hat ja OMSI 1 hatte man ja so gut wie nur V-Bus-Converts, ne? Oder halt wirklich wenig, was mal selbst gebaut wurde oder so ein Krempel. So, und dann fing es irgendwann an. Dann kam der Transdüsseldorfer. Und der hat dann den ersten, ich glaube, er ist wirklich hier in jetzt der... deutschen OMSI-Szene ist er wirklich der Erste gewesen, der jetzt einen Selbstbaubus hatte. Also den er wirklich selbst zusammengemodelt hatte. Wankencenter. So, wir fahren nämlich jetzt zum Wankencenter. Nicht zum Grasweg. Ab hier spaltet sich wohl die Linie. Fragt sich, welche länger ist. Der Chakoti würde das jetzt wissen? Allerdings hat der ja sich dazu entschieden, auch nicht mehr mit mir zu reden. Deswegen, ja. Ist natürlich blöd. Kann man nichts machen. Ne, so. Jetzt halten wir mal eine Haltestelle hier an. So, warte mal. Betriebshof. Ach so, das braucht mich ja nicht zu interessieren. Wobei, die rote Ampel muss mich schon interessieren. So, sind da Schilder an der Ampel? Da sind Schilder an der Ampel. Betriebshof SWWD.
Verbot für Fahrzeuge aller Art, außer Busse. Voll die coole Kino-Schwenk hier. Also kein Schwenk, Kino Steady Shot. Over the shoulder. Hast du nicht gesehen. Ja, finde ich doch schon gut. Line City als EEV-Fahrzeug raucht weniger als so mancher Bus von Payway Addons, die moderner sind, beziehungsweise moderneren Abgasstandard haben. Was, warte mal. Pappelwiese, nee. Ich denke bei Pappelwiese immer so ein bisschen an Palmweide. Da war übrigens wieder eine Haltestelle ohne Route Helper. Bin ich jetzt drüber gefahren. Ich denke bei Pappelwiese immer so ein bisschen an Palmweide. Das ist so eine U-Bahn-Station, glaube ich. U-Bahn-Station mit Bus kombiniert. Also überirdisch natürlich Bus. Und dann gibt es da so Stadtbahnen, die nicht unterirdisch fährt, aber dann irgendwann doch unterirdisch fährt. Also es sind Stadtbahnlinien, aber das ist ja in Dortmund alles das gleiche. Stadtbahn, U-Bahn und so. Und da gibt es bei uns die Palmweide. Und das ist, erinnert mich immer so ein bisschen, wenn ich Pappelwiese höre. Es klingt zwar komplett anders, total aus dem Zusammenhang gerissen, aber trotzdem. Einfach nur, weil wegen Baum. Weil Strauch, weil Baum, weil Strauch, weil Pedobär. So. Ist da vorne eine Ampel? Nein. Ja. Ist sie rot? Ja. Fuck. Wobei, was ich mir jetzt vorstellen kann, was die beiden eh schon gemacht haben und selbst wenn, dann reite ich mich halt selbst in die Scheiße, ist, ich wette mal, die zählen jetzt alle Strafvergehen, die ich jetzt habe und hatte und listen die mir gleich so schön klugscheißermäßig auf. Das ist aber da und der Ampel hast du beim Höhenkoordinate 12 und minus 12 hast du aber einen Fehler gemacht. So, heißt das jetzt für mich dritte Ausfahrt? Ja, heißt es. So. Das war eine schöne Gegend hier, ne? Die 3 müssen wir ja auch noch fahren, die kommt dann nächste Woche. Aber erstmal sind wir jetzt ja hier auf der 2 unterwegs. Das sieht wieder aus wie so ein Terminus, ne? Das sieht aus wie ein Terminus. Mal sehen. Ja, Terminus. Wir sind viel zu früh, aber unfallfrei. Also es ist wirklich jetzt eine lange Linie gewesen. Aber unfallfrei. Also 8 Minuten 16 zu früh. Gut, ich habe auch an sehr wenigen Haltestellen jetzt halten müssen. Zugegeben. So, die Tür kann ich zumachen. Vielleicht haben sie sich ja doch nur irgendwie hier... Zack. Versteckt und schalten sich jetzt wieder ein. Deswegen habe ich jetzt mal eben hier alle Türen zugemacht, damit die nicht reinkommen. Fix alles abgeschlossen. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Da die beiden ja eh gekündigt haben, muss ich ja auch nicht mehr erwähnen, dass Andys Part in der Videobeschreibung verlinkt ist. Und ich sag danke fürs Zuschauen. Auch wenn sie es wahrscheinlich nicht drauf reagieren werden, an die anderen beiden. Ein Viertel Dankeschön für eine halbe Linie und wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder. Ciao! Hallo! Hallo! Nix da! Tschüss! Hallo, ich krieg noch Taxigeld! Hey, mein Geld! Taxigeld! Hallo, 70 Euro! Hallo! Tschüss, Leute!